wobei hier weder das eine noch das andere zu sein scheint. Doch, da liegt was. Goldbrocken. Ja, das ist doch ordentlich. Dies kann man mit. Ah, wir haben kein Fleisch mehr. Brauchen wir irgendwas zum Knurpseln zwischendurch. Nehmen wir doch mal Trockenfleisch. Dahin. Ne, die besseren Heiltränke nicht. So. Öllampe. So. Haben wir hier nichts. Ne? Gut, denn weiter Richtung dem. Oh, was haben wir da oben? Da hinten war, glaube ich, gerade noch ein Raptor. Da muss man aufpassen. Da oben scheint eine Stadt zu sein. Zumindest eine größere Holzkonstruktion. Da nehmen wir mal. Da ist ein Aussichtsturm. Aussichtsturm klingt jetzt nicht so gut. Das heißt, da werden auch Wachen sein. Außer das ist so ein Jägerstand, oder wie die heißen. Wo sich Jäger hinbegeben, um nach Beute Ausschau zu halten. Na, Gefühl sagt mir, das ist eine Wache. Das ist da gerade lang gehüpft. Brücke wird nicht mehr gefolgt. Mhm. Hier kriecht mir zu viel Viehzeug rum. Wahrscheinlich sollten wir noch gar nicht hier in dem Gebiet sein. Aber hey, wir haben die Chance, jetzt unsere Rüstung zurückzubekommen. Da könnte Duras ein wenig komisch gucken, wenn man plötzlich eine Alprüstung anzieht. Ja, aber das versteht er schon. Er ist ja ein netter Kerl und so. Hat aber mit dem Jetpack kein Problem, mit unserer interaktiven Schiefertafel. Da ist was. Ja, der ist hinter dem Gebäude. Fall hoch. Was knurrt da so komisch? Gleich gehen wir an der Höhle vorbei und es macht Haps. Du was? Das ignorieren wir mal. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Schickes Schwert hast du da hast. So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ganz ruhig. Ne? Bist auf Entzug? Muss ich zusammenreißen, sonst schlägst du ihm gleich sonst was ein. Okay, das ist das Neutralste, würde ich sagen. Komm zur Sache.
Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Was war das? Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße! Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Piu, piu. Jax also. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Das ist mir gerade ziemlich egal. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Du hättest es einfach irgendwo verbuddeln können. Aber ja gut, hätte er auch nicht gemacht. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Ja, das ist wirklich ein Schlitzohr. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xakor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ray, hm? Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden.
Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, wie ich das bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber... Irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Ja, das ist gut. Ja, findest du? Na gut, also Duras hat kein Problem damit, dass Jax ein Alp-Commander war. Er lebt eher in der Gegenwart. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt in die Stadt der Outlaws gehen sollten. Und schon gar nicht als Wache für den Typen da. Ich meine, wir haben mit diesen Hühnern Probleme. Und nur dank Duras kommen wir einigermaßen klar. Nee. Es war ein interessanter Trip hierher. Wir hatten die Chance, unsere Rüstung zu bekommen, aber haben sie halt nicht bekommen. Und Jax hat seine Erinnerungen ansatzweise zurück. Einen kleinen Teil davon wenigstens. Er weiß wenigstens, wie er heißt. Das hilft schon mal. Das heißt, wir plündern noch diese paar Gebäude hier. Und danach geht's zurück ins Gebiet der Berserker, weil hier sieht das alles zu gefährlich aus. Die Stadt oben war denn wohl wirklich die Stadt der Outlaws. Ist aber schon mal gut zu wissen. Und wir haben jetzt hier auch einen Teleporterpunkt, dass wir schnell wieder hierher könnten. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. An alle, die jemals einen Mutanten gesehen und überlebt haben, vergesst nicht, was das Elex aus uns macht. Es ist wie das Gift einer Schlange, das euren Geist verseucht. Entsagt dem Konsum und vertraut auf eure eigenen Kräfte. Euer Herbert aus dem Orbit. Was? So komisch, plötzlich wieder Musik zu hören. Wir brauchen ein tragbares Radio für unsere Schiefertafel. Hochleistungssuppe. Achso, ich habe Puppe verstanden. Das war ein wenig. Das war ein Diner. Wir haben auch eine Notiz gefunden von irgendeiner Kellnerin oder so. Da, Tagebuch einer Kellnerin. Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiße ich die Arbeit wieder hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der Infinite Skies bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbeln. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in dem letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Das Zimmer soll er uns angucken. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in seinen vollgekritzelten Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält der Kerl sich für einen Künstler oder so. Ist noch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch krapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Da war ein Mann, der behauptet, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig. Seine Durchsage wurde plötzlich unterbrochen. Er war verrückt. Sandy gibt nichts auf Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort, aber sie gehen in unterschiedliche Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt das Zimmer neben Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Das muss eine echt abgefahrene Zeit gewesen sein. Ja, jetzt können wir von Sandys Seite aus lesen. Sandiges Handbuch. Das? Ne, das ist wieder was anderes.
Ich habe mich nur verlesen. Okay. Überlebensratgeber, allgemeine Tipps. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie sitzen sich ihren fetten Arsch im Fort von Baxter platt, das scheint wohl der Anführer da zu sein, und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde es für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unter Baxters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1. Nicht verlaufen. Regel Nummer 2. Wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten. Seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf dem Boden ausbreiten. Oder in einen Baum hängen. Wenn man nach dir sucht, ist es so einfacher, dich zu finden. Was? Okay. Toilettenpapier mitnehmen. Wenn man keines hat, ein Tuch und Wasser tun es auch. Lasst euch sagen, es gibt nichts Beschisseneres, als in der Wüste einen abzusein und nichts zum Abwischen dabei zu haben. Lange Kleidung. Die Jungs und Mädels im Fort mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine 2 Tage überleben. Durch entblößte Haut verliert man viel zu viel Wasser. Außerdem wird es nachts scheißkalt. Okay. Es war wohl doch nicht Sandys Tagebuch, sondern ein sandiges Buch. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Ist das die Frau, die unbedingt das Zimmer haben wollte, neben Mr. Creeper? Wo sieht die übrigens oben? Achso, da oben Zimmer. Wow. Ich helfe dir. Bist du Mr. Creeper? Wohl kaum noch 160 Jahren. Der Luft und Pfeil und Bogen schießen. Der hält viel zu viel aus. Hau ihm in den Rücken. Ballern wieder alle unsere Pfeile. Und da scheint der ganz gut aushalten. Hat er keinen Arm mehr? Da fehlt ein Teil vom Arm. Oh oh. Kommt das Ding auf einmal her? Jo. Okay, wenn es nur er gewesen wäre, hätte es noch hingehauen, aber das Ding da war nicht so praktisch. Ja. Das klappt immer so halbwegs. Gib ihm. Oh. Doofes Mutantending. Du kannst einfach die Tür durchlaufen. Du bist okay? Du bist okay. Da kommst du wieder. Darius. Nicht den Darius auffressen. Wir müssen hier weg. Das hier müssen wir uns alle später angucken. Kommst du? Ja, der kommt schon. Lauf, 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 lauf. Und da ist er. Definitiv zu schweres Gebiet. Schade, dass wir uns die Zimmer da nicht genau angucken konnten, weil das waren ja noch ein paar mehr. Aber das muss schon so irgendwie hinhauen. Weg, 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 weg.
In der Stadt bräuchten wir 500 Elexit, um den einen zu bestechen. Wir könnten uns sonst noch umschauen, ob jemand anders noch einen Job hat. Ja, das klingt besser. Gucken wir mal gleich hier drin.